Wofür wir das dann genau brauchen? Ne? Das erfahrt ihr von Zukunfts-Daniel und Zukunfts-Ole, nämlich genau in der nächsten Woche an dieser Stelle. Ja, da sind wir wieder. Es geht weiter im Text. Vielen Dank an Vergangenheits-Daniel und Vergangenheits-Ole, ja, dass sie bei Kaulekochen tätig waren. Ja, und das Relish sieht übrigens mittlerweile hier so aus. Also ich weiß nicht, ob sich es groß verändert hat, aber es hat eine sehr schöne Konsistenz. Es ist sämig geworden. Ja. Also so sieht das jetzt aus und das werden wir gleich dann weiter verarbeiten. Und die große Offenbarung natürlich, wofür haben wir dieses Relish gemacht? Für eine Soße und diese Soße kommt auf einen Big Mac oder sagen wir eher unsere eigene Interpretation des Big Macs, also die Soße ist relativ nah dran. Aber wir haben, Achtung, Namensnennung! Wir haben nicht ganz genau gleiche Zutaten oder so. Ja. Seht es einfach als eine Big Mac Kerle kochen Art. Genau. Grüße gehen übrigens raus an den lieben Sebi, der uns den Vorschlag dazu gegeben hat. Ne? Vielen Dank dafür. Wie du siehst, was lange braucht, wird letztlich gut. Genau. Und wo wir beim Thema lange brauchen sind, wir machen natürlich auch unsere Burgerbrötchen selbst. Und dafür machen wir natürlich auch einen Teig selbst. Ja, und das seht ihr an dieser Stelle jetzt, weil Daniel hat quasi vorgearbeitet und Vorbereitung getroffen. Ja, da wir einen Hefeteig haben, braucht ihr dafür erstmal einen sogenannten Vorteig. Dafür müsst ihr Mehl, Milch und Wasser in einem Topf mit einem Schneebesen ein bisschen glatt rühren, bis wirklich so eine puddingartige Konsistenz mit der Zeit entsteht. Wichtig ist, die ganze Sache darf nicht kochen und muss am Ende ungefähr so aussehen. Die Hefe, Zucker und die restliche Milch plus ein Esslöffel von dem Weizenmehl gebt ihr dann in eine Schüssel, verrührt das und lasst das 15 Minuten an einem warmen Ort ruhen, damit das Ganze dann ein bisschen arbeiten kann. Das restliche Mehl gebt ihr dann zusammen mit dieser Hefemischung und dem Vorteig in eine Schüssel und lasst es dann ca. 6 bis 8 Minuten mit der Küchenmaschine durchrühren, bis dann wirklich ein Teig entsteht, der nicht zu klebrig ist und sich leicht formen lässt. Daraus könnt ihr dann anschließend eine schöne Kugel formen und lasst die dann abgedeckt ca. eine Stunde ruhen, damit die Hefe schön aufgehen kann. Also, der liebe Daniel hat, wie eben gesehen, das Ganze vorbereitet. Yes. Und der Teig sieht jetzt so aus. Ja, der ist jetzt schön durchgezogen oder die Hefe konnte jetzt schön aufgehen, hat er ja so gesagt. Ja, der konnte schön ruhen, schön ein, zwei Stündchen. Drei bestimmt, ja. Obwohl es eigentlich nur eine Stunde sein soll. Aber ich habe den heute Morgen aber schon vorbereitet. Und ich denke mir so, bei Hefe, je länger, desto besser, oder? Und frag mich nicht, ich kenne mich mit Backen nicht aus. Ich auch nicht, deswegen. Denn mit diesem Teig müssen wir natürlich jetzt noch was machen. Wir müssen ihn bemehlen und es gibt ja nicht ein großes Brötchen. Machen wir das direkt auf der Arbeitsfläche oder auf dem Brettchen? Wir können das auch auf dem anderen Brettchen machen, dann haben wir quasi das Brettchen noch sauber für die Schneidarbeit, die wir gleich machen müssen. Das können wir machen. Soll ich das andere Brettchen holen? Ja, hol mal das andere Brettchen raus, weil wir wissen ja, Brett auf Brett, das ist immer gut, weil so rutscht das Brett hier nicht und das andere darf sich bewegen. Brett auf Brett ist nett. Ne? Ja. Das ist ein Grundsatz, den könnt ihr euch auf jeden Fall. Das ist wie Carpe Diem oder so. Das könnte in so einem Sprüchekalender drinstehen. Genau, der Kerle-Kochen-Sprüchenkalender. Genau. Votet jetzt, ob ihr einen Kerle-Kochen-Sprüchenkalender habt. Mit lustigen Bildern von uns. Wir reden da mit unseren Sponsoren, die wir nicht haben. Ja, genau. Aber egal. Wir sponsoren uns selber. Ich habe vor, wir bringen so einen dämlichen Sprüchekalender raus. Okay. Können wir ja machen, ist ja nicht schlimm. Schreibt es in die Kommentare. Genug dämliche Sprüche dafür hatten wir schon. Natürlich. Ja, auch mit lustigen Bildern. Ja. Ich sag nur, ne, weißes Glück oder ja, genau, das Feuergrotte der Verdammnis. Würde vielleicht sogar für zwei. Was muss ich jetzt damit machen? Ich löse den jetzt mal hier raus. Genau, dieser Ballen hier, der ist eigentlich von der Menge der Zutaten her für drei Brötchen. Wir werden den aber nur in der Mitte teilen und werden daraus zwei etwas größere Brötchen machen, weil wir sind ja nur zwei Leute. Und drei ist halt eine blöde Zahl, um sie durch zwei zu teilen. Ihr versteht, was wir meinen. Bei Hefeteig empfiehlt es sich quasi von außen nach innen zu falten und das dann immer mit ein bisschen Druck nach vorne wegzuschieben, dass ihr quasi so nochmal mehr Spannung reinbringt und die Oberfläche schön gleichmäßig ist. Also wir haben den Teig jetzt schon einmal hier in der Mitte geteilt in unsere zwei Brötchen. Und dann müsst ihr so leicht mit dem Handballen dagegen kneten, immer so in einer schönen Kreisbewegung,
bis sich daraus eine relativ glatte Oberfläche bildet. Die kann auch ruhig ein bisschen uneben sein, so schlimm wird das nicht sein. Aber ihr wollt ja auch nachher eine schöne Brötchenform haben. Sobald ihr das gemacht habt, legt ihr die dann auf ein Backblech und müsst tatsächlich nochmal ein Tuch drüber legen und sie nochmal weitere 30 Minuten gehen lassen. Das war's für mich. Ah, wir sind Profis. Krass, ja, vor wie so ein Depp. Oh, Entschuldigung. Guck mal, ich habe jetzt hier so einen Bauern. Ja, wir haben auch Sesam. Ja. Woher wir das nur haben? Das könnte sein, dass das vielleicht von den Upsi-Burgern ist, die wir gemacht haben. Ja, die Upsi-Burger. Jetzt kommt es mir wieder. Dafür haben wir Sesam gekauft. Da haben wir 250 Gramm Sesam für gekauft. Guckt euch dieses wunderschöne Seitenprofil an. Ich habe mir extra die Mühe gemacht und habe tatsächlich meinen Löffel da reingestellt. Ich habe meinen Löffel da reingestellt. Okay, gut. Genug der Anspielung. Jetzt habe ich überall Sesam verteilt. Und jetzt zu der Zaubertrick. Oder sollen wir da nochmal, warte. Gehen wir die Waage her. Ja, nicht, dass der Unterschied zu groß ist. Weißt du? Weil wenn der Unterschied jetzt zu groß ist, dann ist es auch doof. Okay. 135. Das lassen wir mal so. Ja, das passt so. Ich nehme einen größeren. Ja, natürlich. Hey Siri, stelle einen Timer auf 30 Minuten. Danke, Alexa. Für die Glasur brauchen wir Milch. Oder ihr braucht dafür Milch. Ein Ei. Und von dem Ei braucht ihr nur das wertvolle Eigelb. Genau. Das Eiweiß, das kann Daniel dann im Nachgang zu einem kleinen Omelett verarbeiten. Also ein Eigelb. Und ein Esslöffel von der Milch. So, dann haben wir das hier jetzt schön verquirlt. Und diese Masse, die kommt dann nachher auf die Burgerbrötchen drauf, wenn ihr eine halbe Stunde jetzt hier unter diesem Küchentisch relaxed haben. Für den schönen Glanz. Küchentuch meine ich natürlich. Genau. Unter dem Küchentisch, ja. Okay, ja. Ja, die relaxen gerade unterm Küchentisch. Genau. Wir machen jetzt erstmal ein Omelette, ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Soße machen. Leute, es wird Zeit für den wichtigsten Schritt, der diesen Big Mac-Kerle kochen zu einem Big Mac macht oder zu etwas, was dem ähneln soll, nämlich die Soße. Und die ersten Komponenten haben natürlich wieder mit Zwiebeln bzw. Schalotten zu tun, worum ja, die ich mich jetzt kümmern werde. Schalotte ist auch wieder dabei. Genau. Und die Schalotte hier, die wird jetzt erstmal in feine Würfelchen geschnitten. Eigentlich sind Schalotten schon irgendwie angenehmer als Zwiebeln, muss ich sagen. Das ist gleich wieder traurige. Das muss ich wahrscheinlich schon, ja. Aber Schalotten sind trotzdem ein bisschen angenehmer als Zwiebeln. Er hat grundsätzliche Problematiken mit jeglichen Zwiebelpflanzen. Ich du weißt wahrscheinlich auch, wenn du Lauchzwiebeln schneidest, oder? Ein bisschen schon. Das ist okay. Habt ihr übrigens, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Wir haben ja Daniel hat ja eine Gartenarbeitsfähigkeit. Ja. Und mittlerweile wächst hier auch was. Genau, richtig. Ja, also, wir haben hier Petersilie, wir haben Basilikum und was ist da? Das sollte da eigentlich gestorben? Schnittlauch sein, aber der kam nie. Also, ach so, ja gut, der. Das ist, war wahrscheinlich einfach nicht die richtige. Schnittlauch has left the lobby. Wahrscheinlich einfach nicht die richtige Jahreszeit dafür. Ich weiß nicht, ob das Schnittlauch abhängig ist. So weit reichen meine Gartenarbeitsfähigkeiten nicht. Ja, das ist doof. Oh, meine Augen drehen wieder. Jetzt fängt das schon wieder an. Geht schon wieder los. Ach ja, immer dieses Trauerspiel. So, jetzt brauchen wir noch eine Knoblauchzehe. Die muss jetzt auch noch klein gemacht werden. Dann nehme ich jetzt die Knoblauchpresse für Schalotte und Knoblauch. Genau, Schalotte und Knoblauch. Und jetzt kommen die Zutaten rein, die natürlich entscheidend sind für den Geschmack auch der Soße. Dann muss ich jetzt nur gerade mal schauen, in welcher Reihenfolge. Zum Beispiel abgepackte Fertigprodukte. Nein, natürlich nicht. Ja, okay, wir hätten jetzt die Mayo und so auch noch selbst machen können, aber wir wollen es ja jetzt. Wir wollen ja mal die Kirche im Dorf lassen, ja? Ja, genau, richtig. Ja? Gute Sprichworte sind immer wichtig. Ein Teelöffel Zucker kommt da jetzt rein. Zucker! Schalotten-Knoblauch-Mischung, Ketchup, Essig und Gewürze in einen kleinen Topf geben, auf dem Seitenbrenner bei geringer Hitze erwärmen. Jetzt wird's wild, jetzt wird die Soße auch noch erhitzt, mein Gott. Ja, hättest du dir das mal vorher angucken können? Nee. Ihr stellt jetzt einen Topf auf und da kommen jetzt bei kleiner Hitze, also wirklich geringe Hitze. Hast du Ketchup? Dieser Ketchup kommt jetzt zusammen mit dieser Mischung. Ist das überhaupt verrührt worden? Nö. Verrührt?
Dann kommen wir das Ganze in den Topf rein, okay, zusammen mit einem Teelöffel jeweils Ketchup und einem Teelöffel Essig. Dann fangen wir mit dem Essig an. Fangen wir mit dem Essig an, dann haben wir nämlich Flüssigkeit da drin. Aber sollen wir noch vorher ein bisschen brutzeln, dass du noch ein bisschen... Nee, alles da rein. Alles da rein. Dann den Ketchup. Ja, auch einen Teelöffel von. Ja, ich mach den ganzen rein, ist mir egal. Okay, mach den ganzen rein, ist mir egal. Und dann? Lass mich doch erstmal weiterlesen. Ich dachte, du hast es gelesen. Na, dann kommen noch die ganzen Gewürze rein, die wir haben. Und was mit der Mayo? Die Mayo kommt noch nicht dazu. I am your father. Nuh-uh. The fuck you mean, nuh-uh? Okay. Ein halber Teelöffel Paprikapulver, ein Viertel Teelöffel Knoblauchpulver, ein halber Teelöffel. Ja, das klappt nicht. Ich glaub, das war ein halber Teelöffel. Ja, klar, das ist ein halber Teelöffel. Genau, so sieht das die Ansehe jetzt aus. Genau. So, und jetzt kommen natürlich die wichtigen Zutaten dazu. Das ist die Frage, ob wir uns da eine Waage holen, weil da geht es um Grammangaben. Das ist ja eigentlich Ich weiß so ja nicht, weil der Topf jetzt halt warm ist. Dass man den, ja doch, der ist nicht so heiß. Ah, das ist eine Waage aus purem Harz. Eine harzer Waage. Aber 250 Gramm brauchen wir. Ja, mach die ganze Flasche rein. Ja, dann haben wir eh zu wenig, weil das sind nur 220 Gramm. Weil es ist nur 220, aber ich hätte keinen Bock, eine größere zu kaufen, okay? Mengenangaben sind nicht so wichtig. Ihr wisst schon. Oh Gott. Abstand halten. Ich habe eine Idee. Wir schneiden das Ding auf und kratzen die Reste raus. Alter, das ist eine gute Idee. Meinst du, die schafft das? Ja, hau rein da. Nein, die schafft das durch nicht. Durch da. Ich schaff das nicht. Was bist du? Stahl oder eine Memme? Oh Gott. Oh Gott. Warte mal. Na, nimm das, warte. Ja. Ich sehe das schon enden in einem Krankenhaus, ey. Mikroplastik, wir lieben es! Okay, die Schere musst du mal sauber machen. Ja, das Messer auch. Du machst das schon. Und das nimmt dann auch weniger Platz im Müll weg. Es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir das letzte bisschen von den Zutaten nutzen, die wir haben. Gut, und wir hätten auch einfach ein bisschen Essig reinmachen können, so ein Schlubber, und dann das damit schütteln können und rausdrücken. Aber das ist doch viel besser. Hier wird alles recycelt. Dieses Gefäß nutzen wir jetzt auch noch als Becher. Kannst du gerne machen. Ja, da verzichte ich frei. Ich habe die untere Seite davon so als kleinen, als so Schnapsglas benutzt. Ja, nur die obere Seite benutzt du als Becher, weil da ist ja so eine passende Öffnung. Jetzt kommt natürlich hier unsere Herzenszutat rein. Das Relish! Für die wir uns letzte Woche den Arsch aufgerissen haben. Zwei Nieren verkauft, ne? Davon kommen 60 Gramm in unsere Big Mac Soße. Genau, wie ihr seht, hat das hier jetzt schön die Farbe angenommen, der Ketchup, die Gewürze. Ja, es hat schon langsam so ein bisschen die Optik auf jeden Fall. Ja, da kommt ja jetzt noch ein bisschen was vom Relish rein. Und das Relish bringt jetzt die Feinheiten noch mit Ach rein. Ach du Gott. Also ja, da muss er erstmal aufkriegen, ja. Oh Gott, das ist rutschig wie Sau. Du machst das. Fuck, das ist so rutschig. Oi. Ja, kleiner Geheimtipp am Rande, wenn das Glas rutschig ist, nehmt ein Handtuch, packt es da rein, haut vorher einmal ordentlich saftig unten drauf. Lifehack. Schöner Handkanten. Ordentlicher Klaps mit der Hand, mit der flachen Hand drauf. Mhm, Und jetzt seht ihr mal, wie geil das aussieht. Oh, hier, schöne Nahaufnahme. Wahnsinn. Boah, wie geil das ist. Schaut euch das an. Die Konsistenz ist göttlich, ja. Und es riecht einfach, wenn ihr das jetzt riechen könntet. Leider gibt es noch kein Geruchsfernsehen, aber es riecht einfach geil. Es riecht brutal gut, ja. Das ist eine interessante Optik. Filme ich gleich nochmal, aber zuerst kommt noch unsere letzte Zutat rein. Das ist natürlich Senf. Kleine Schleichwerbung an der Stelle. Ich mag ja die Rocket Beans sehr gerne und die haben einen eigenen Senf rausgebracht. Das ist der geile Florentin-Senf. Ich sag's euch, sobald geschmacklich dominierende Unterlage ins Spiel kommt, in diesem Fall das Würstchen, für den Senf als Auflage,
muss man großzügiger sein mit dem groben, golden, gelben Feinzeug. Zwei Esslöffel brauchen wir davon tatsächlich. Das wird knapp mit dem einen Glas. Das wird vielleicht ein Teelöffel, ja. Aber ich habe ja auch noch den Colin-Senf, der exakt der gleiche Senf ist, nur in einem anderen Glas. Aber dieser Senf ist göttlich. Also das ist keine bezahlte Werbung oder so, aber ist schon geil. Ja, und wenn wir das dann soweit haben, dann ist unsere Big Mac-Soße schon fertig. Schaut euch mal an, was das für eine geile Konsistenz ist. Ich wette, die Soße schmeckt pornös. Im besten Fall... Der Timer Fall, ist abgelaufen. Oh, ja, sehr gut. Das heißt, unsere Brötchen sind jetzt auch gleich soweit. Das passt doch perfekt. Im besten Fall schmeckt die jetzt so schon geil, aber natürlich... Hätten wir den Backofen vorheizen müssen. Gilt wie mit allem, ja. Gilt wie mit allem... Wir haben natürlich den Backofen vorgeheizt. Ja klar, der ist schon an. Das machst du am besten. Ja. Schmeckt es natürlich auch noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer ab, wenn ihr sagt, das fehlt. Ja, das Salz und Pfeffer geht immer. Egal bei was. Und ja, auch auf Nutella-Brot oder so geht das auch. Genau, richtig. Salz und Pfeffer passt immer. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir uns hier an die Brötchen begeben und die in den Backofen schmeißen. Boah, geil. Wild. Die ist richtig wild. Oh, die ist richtig gut. Ja, ist eine 10 von 10. Oh. Was? Butter kommt eigentlich in den Teig rein. Die habe ich aber komplett nicht drin. Ah. Schlecht. Das habe ich über. Das ist schon wieder hier, weil hier steht mit den restlichen Zutaten. Das habe ich überlesen. Unsere Buns sind jetzt, haben jetzt eine halbe Stunde geruht. Und die wandern jetzt, nachdem wir sie gleich mit unserem gequirlten Ei mit Milch bestrichen haben. Yes. Wandern die schön bei 160 Grad Umluft für 15 bis 25 Minuten. In, je nach Bräunungsgrad, in den Ofen. Und dann einmal schön ringsherum. Ich hätte für den Notfall fertige Burgermanns kaufen sollen. Ja, das können wir immer noch. Dann stellen wir die hin und sagen, das sind unsere. Und dann schnell die Verpackung wegschmeißen. So Brioche-Dinger, weißt du? Ja. So, ja, guck mal, wir haben eigene Brioche gemacht. Wie geil ist das habt bitte? Ihr, seht ihr, wie unsere Lifehack, Burger Lifehack. Jetzt ihr fertig geht aussehen? Wahnsinn. Die sind jetzt schön bestrichen. Und nachdem der Backofen jetzt gleich vorgeheizt ist, genau, weil der heizt ja schon seit einer halben Ewigkeit. Ja, klar. Wir fahren jetzt nochmal in den Rewe. So sieht das Ganze jetzt aus. Und holen da Burgerbrötchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, also falls die Buns nichts werden, ne, Daniel hat die Butter vergessen. Ja, toll. Falls ihr das kocht, ne, macht die Butter rein. Wir werden jetzt aber schauen, ob es auch ohne geht, weil es gibt ja auch Menschen, die laktoseintolerant sind und für die muss es ja auch eine Lösung geben. Also, genau. Das, ne? Ist quasi, das ist quasi der Kerle kochen Live-Test. Das ist zu einem Experiment geworden. Kannst du einen Timer oben einblenden. In 15 Minuten wisst ihr, wie es aussieht. Das war jetzt einfach, das ist einfach Absicht gewesen, aber dass ich die Butter nicht in den Teig gemacht habe. Wir machen jetzt Patties mit Hack. Dazu haben wir feinstes 500 Gramm Rinderhackfleisch und das werden wir jetzt verarbeiten. Genau, so sieht's aus. Wir nehmen dieses Hack, klatschen es. Ist da noch eine Folie drin? Nein, die habe ich schon abgemacht. Ja, die habe ich schon gegessen. Gott. Wir nehmen dieses Hack, klatschen es in eine Schüssel und arbeiten damit Liebe. Mach, fang schon mal an. Da kommt jetzt noch eine geschnittene Schalotte rein. Ja, du musst eine Schalotte schneiden. Hey, darf ich vorher bitte auf Seite gehen? Danke. Was muss ich mit dem Hack sonst noch machen? Gewürze reinmachen, Salz, Pfeffer. Das kann ich nicht, ich habe Hack an den Händen. Das muss man selbst machen. Guck mal, ich was kommt als nächstes? Soll ich Butter in den Teig machen oder was? wär angebracht gewesen. Ist jetzt an der Schale von der Schalotte gerochen. Das Prinzip, damit du gleich extra weinst. Hast du schon genug Grund zum Weinen? Weil ich hart bin. Erzähl das der Charlotte. Wer ist härter, die Charlotte oder nicht? Erzähl das der Charlotte, los. Charlotte! Ah. Weißt du eigentlich, was ich bin? Ein Weichei. Was? Ein Weichei bist du. Ich bin hart. Ja, am Arsch. Das reicht. Mein Arsch ist nicht hart. Was? Ja. Tut mir leid, das
Das nimmt ihr wieder Züge an, ich kann halt nicht. Wichtig ist, dass ihr das Fleisch mit Liebe behandelt. Du Sau! Und jetzt kommt noch die Kerle kochen Spezialzutat. Hier die Petersilie. Selbst angepflanzt mit viel Liebe. Dann machen wir jetzt so ein paar Dinge ab hier. Mit viel Liebe müsst ihr das abmachen. Wo noch etwas da ist, wo wir der Natur noch etwas überlassen. Warum redest du von Därmen? Dort kann auch neues Leben entstehen. Wir können auch Wurst hier draus machen, wir brauchen nur Kunstdarm. Biologisch angepflanzte Petersilie. Ja, willst du die noch klein hacken? Von der Natur für uns. Kannst du jetzt mal bitte weitermachen? Ja, rein damit! So! Hilfe! Ja! Hilfe! Der Mann hat ein Messer. Ich hab mir die Woche fast den Fingernagel abgeschnitten. Das ist toll. Ja. In der Küche oder? Ja, hier in der Küche. Geil. Beim Kochen. Beim Burger Buns machen oder? Nee, ich hab eine Röhre. Eine Röhrenjeans angezogen. Ich hab eine Karotte in der Hälfte durchgeschnitten. Und irgendwie wurde die Karotte rot. Ja, kennt ihr das, wenn ihr eine Karotte so durchschneiden wollt, also quasi, dass ihr zwei Längshälften habt? Aber der Finger ist dazwischen. Und dann seid ihr so da, so hier. Dann habt ihr die da so drauf und dann rutscht ihr aber, weil Karotten sind rund, ne? Und dann rutscht ihr mit dem Messer so ab. Nein! Und dann hier so schon, weißt du, so. Ja. Und so habe ich mir dann, deswegen. Ich will das nicht weiter ausführen. Ja, meine Lieben. Okay, Baby's Beauty Palace. Was ist denn los? Jetzt zeige ich euch, wie ihr euch eine schöne Mettmaske macht. So, dazu nehmt ihr 500 Gramm Rinderhack. Weißt du, was wir irgendwann mal machen müssen? Mettigel. Mit Käse oder ohne? Mit Käse. Geil. Der ganz Perverse. Das ist der ganz Böse. Ja, aber machen wir dann noch so die bayerisch angehauchte Variante, dass wir noch Butterbrezeln nehmen und die auch noch mit reinarbeiten? Bitte. Ja. Und Weintrauben. Und? Okay. Ihr nehmt euer 500 Gramm Hack, was ihr mit Schalotten, Petersilie vermengt habt. Wir teilen das Ganze jetzt in vier möglichst gleich große Patties. Dazu werden wir das Ganze in 125 Gramm Päckchen teilen. Ja? Ja. Ich habe jetzt übrigens auch... Boah, das ist ja geil, guck mal, 100 Gramm. Alter, heftig, 101. Aber ja, jetzt, weil da noch was reingefallen ist. Aber auch hier die Burgerpresse schon mal vorbereitet. Die kennt ihr ja auch schon aus einem anderen Video. Ein kompliziertes Werkzeug, da muss man erstmal hier oben das reindrehen, weil das ist nicht so einfach zu verwenden. 125 Gramm, ich liebe es. Für gutes Werkzeug muss man auch vorarbeiten. Okay, nimmst du den Schlong da mal raus? Ich will den jetzt nicht unbedingt anpacken. Das wird dein Job sein. Ja. 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 Geil. Oh. Sehr gut. Also so soll es nicht aussehen. Das machen wir nochmal. Ja, gut. Das ist aber ganz ausgefüllt. Also. Ja, ja. Es sind ja auch 125 Gramm, aber der Rest muss da wieder ab. Ich hab das Backpapier hier. Sehr gut. Weil, Geheimtipp an der Stelle, ihr könnt die auf Backpapier legen, dann kriegt ihr die da auch, ohne dass sie kaputt gehen, bestmöglich wieder abgelöst. Ja, Leute, jetzt haben wir hier vier wunderschön geformte, ja, okay, die ein, zwei vielleicht nicht, aber vier halbwegs adäquat geformte Burger-Patties. Und die werden wir dann gleich mit Liebe anbraten in einer Menge Fett. Ja, das Fett in der Pfanne ist auf Temperature. Yeah. Die Buns sind hier drüben. Ich habe noch mal ein bisschen Salz drüber gestreut und eingedrückt, weil das sorgt dafür, dass sie nachher eine etwas schönere Kruste haben. Genau, wie schön man das jetzt sieht. Wenn die Patties angebraten sind, dann geht's auch schon quasi ans weitere Anrichten. Genau, ans fertige Anrichten. Oh, hey, na? Auf dem eigentlichen Burger ist unter anderem auch Blattsalat drauf. Sind wir beide nicht der größte Fan von auf Burgern, also ich zumindest nicht. Muss ich nicht haben. Kann man machen, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Grün für die Girls, wie der Johnny sagt. Genau, ein bisschen Grün für die Girls. Ne? Hashtag an die Grill, also an die Hashtag Grillshow. Ne? Ja, bester Mann. Kanal, ja. So muss es sein hier, Weinglas drauf, oh ey, scheiße. Aber egal, aber der Kuchen ist ganz geblieben.
Damit habe ich nicht gerechnet. Das Geräusch klang auch noch so brutal. Scheiße. Oh, fuck. Die Tomaten haben wir uns stattdessen für entschieden, statt dem Salat. Und normalerweise kommen auch noch Essiggurken drauf. Das Ding ist, ich esse Essiggurken sonst nicht so oft. Deswegen habe ich kein Glas Essiggurken besorgt, sondern habe stattdessen hier Peperonen, ja, die wir dann da drauf machen. Das werde ich jetzt einmal mal so weit vorbereiten, wie das geht. Wisst ihr ja, die Tomaten in Scheiben schneiden, ne? Das hier ein bisschen klein schneiden. Und dann sehen wir uns gleich, wenn das alles fertig ist. Eine Sache noch zu dem Käse. Den haben wir hier, Cheddar. Ja? Wenn die Boys hier gleich so weit fertig sind. Ja, dann nehme ich die erstmal raus, dann mache ich die anderen und dann, dann nehme ich die nochmal rein. Dann nimmst du die raus und legst kurz die Käsescheiben schon drauf, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, dann schmilzt den nämlich schon mal schön darüber weg. Und so machen wir das. Und dann sehen wir uns gleich bei der finalen Burger Preparation wieder. Hallo meine Lieben! Hallo meine Lieben! Es geht ans Eingemachte! Genau! Wir schneiden jetzt unsere... waren jetzt die Burger. Tatsächlich doch halbwegs schön gewordenen Burger Buns. Schneiden wir jetzt auf. Yes. Aber die lassen sich super schneiden. Ja. So. Ja, Unterteil, Mittelteil. Oberteil. Boah, das ist, weißt du, wie das riecht? Wie frisch gebackene Laugen. So, okay. Jetzt holen wir die Patties bei. Ja, müssen wir nicht erst da Soße drauf machen? Warte mal, ich habe die Reihenfolge habe ich mir noch aufgeschrieben. Hast du selber, hast du selber geschrieben. Unterseite und Mittelseite der Buns mit Soße bestreichen. Jeweils Salat, ich hatte mir ja Tomaten ja aufgeschrieben. Die Jalapeno darauf setzen, geben und dann das Patty drauf. Ne? Easy peasy. Jetzt drauf den Boy. Es hilft euch natürlich, wenn ihr da einen Zahnstocher noch zusätzlich nehmt. Was denn? Der steht doch wie eine 1 hier. That's what she said. Ihr könnt da natürlich noch ein bisschen Soße drauf machen. Für die Liebhaber unter euch. Ich kann nicht mehr. Also den müssen wir eben mit Messer und Gabel essen, weil das klappt eh nicht in die Hand. Was? Okay, ich zeig den euch einmal von nahem hier. Ja? Hier könnt ihr den Boy mal erobern. Das ist ein Turm des Glücks, ist das. Ja? Neuer Spruch. Kalender. Der Turm des Glücks. Da werden wir jetzt herzhaft reinbeißen. Ja. Nachdem wir hier kurz Platz geschaffen haben. Aber die halten gut. Das, ja. Sebi, vielen Dank für deine Impression. Wir werden es uns gleich schmecken. Wir werden es uns... Voice crack. Wir werden es uns gleich schmecken lassen. Wir werden es uns gleich schmecken. Mal kurz gestorben zwischendurch. Ich habe da schon Bock, richtig reinzubeißen, aber das, wir werden aussehen wie Ja, aber wir müssen es für den Comedy-Effekt, müssen wir es einmal so... So, ich krempel dir mal die Ärmel hoch. Oder ich weiß nicht, wie das geht nicht. Ich kann das nicht. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Okay. Und? Schmeckt das? Brutal, Alter. Warte mal, du hast deinen so schön zusammengestaucht. Warte mal, ich muss meinen auch mal zusammenstauchen. Boah, jetzt presst sie überall die Soße raus. Boah, das wird eine richtige Schweinerei. Ich habe noch nie so viel Dreck gemacht beim Burger essen. Alter. Ist das wild. Ich sehe so aus wie ein Schwein, aber boah, ist das wild. Das ist einfach so, ich liebe solche Gerichte, wo ihr so viele verschiedene Komponenten habt und ihr könnt alles mit einem Bissen aufnehmen. Ich habe mich nicht eingesaut. Ich bin einfach noch Profi drin. Dieses Ding zu essen ist wirklich eine Riesensauerei, aber es ist auch eine Riesengaudi. Boah, und ist das lecker. Die Soße scheppert einen richtig weg. Schmeckt arschgeil. Junge. Macht es unbedingt nach. Yes. Also in diesem Sinne, wir werden das Ding jetzt uns aber sowas von reinorgeln. Ja, weil viel mehr gibt es da nicht dazu zu sagen. Von daher, vielen Dank für das Anschauen vom Video. Lasst gerne ein Like da, kommentiert. Denkt dran, die Glocke zu aktivieren und folgt uns gerne bei TikTok und Instagram. Da kriegt ihr auch immer mal wieder nice Impressionen. Und von daher, wir sehen uns beim nächsten Video. Wir melden uns ab. Tschüss. Boah, geil, Alter. Oh. Heftig, aber ich nehme jetzt Messer und Gabel. Ich auch.